muss ja sagen, ich bin ja schon irgendwie ein bisschen stolz auf unsere Flotte mit den Bedrohungsschiffen hier. Und das ist schon echt eine ziemlich coole Neuerung, die sie hier in Stellaris eingefügt haben. Leute, das ist schon echt, echt cool. Vor allen Dingen, guckt euch mal die Symbole darauf an. Das macht schon Eindruck, wenn diese Dinger vor euch stehen. Und dem Gegner hat es auch gefallen. Nämlich, wenn man seine Verluste angeguckt hat. Und damit willkommen zu Stellaris, ihr Lieben. So, wir gucken mal von vornherein, was er hat. Er ist immer noch überlegen. Ja, wir haben relativ viel von ihm zerstört. Aber wir werden jetzt mal wieder Informationen sammeln. Das ist mir wichtig. So viel dazu. So, okay. Was machen unsere anderen drei? Featherstone bei den Eribord. Christopher ist in der New Zebulan-Kanate. Und T-Boot ist bei dem Empire of Ipliplipli. Okay, dann wollen wir hier auch mal Informationen sammeln. Über die wissen wir nämlich gar nichts. Nee. Dann müssen wir ganz dringend Informationen sammeln. Dann müssen wir da auch ein bisschen was erfahren. Okay, so. Ground forces are dropping on target. Jawohl, sehr schön. Das bringt uns darauf nicht ein bisschen weiter. Was hat uns das denn jetzt gebracht hier? 68 plus 10% für uns. Boah. Sehr cool. Und wie gesagt, der Ticker tickt für uns runter. Ne? Wir haben unsere beiden Eingänge gut verteidigt. Da kann er kommen, wie er will. Also, es sei denn, er findet jetzt irgendwelche anderen Einfallspunkte. Aber ansonsten muss man sagen, kann er kommen, wie er will. Das bringt ihm alles nichts. Ne? So, in Bax ist die Schiffswerft noch nicht fertig. Und wenn die fertig ist, dann werden wir da auf jeden Fall aufrüsten. Er kommt hier auch. Wir werden da nicht durchgehen, ne? Also, wir sind ja nicht lebensmüde, aber verteidigen werden wir uns. Die Bavi, ja. Alles klar. Gut. Guck mal, wie es hier aussieht. Ground objective secured. Okay. Thema erledigt. So, wo ist unsere Armee? 1000. Wie groß ist die denn? Die ist aber ganz schön zusammengeschrumpft, ne? Na, 1800 nur noch. Da müssen wir aber gleich mal ein bisschen nachbauen. Und wir fliegen dahin. Und da holen wir uns hoffentlich den letzten Planeten. Wir gucken mal rein. Minus 113. Jawohl. Das heißt, fordert Kapitulation, unbesetzte Systeme minus 50, unbesetzte Planeten 100. Das sollte also hoffentlich bald sein. Sternbasis hat den Bau in Hixham beendet. Dann könnten wir da jetzt... Wir könnten einen Juggernauten bauen. Ah, wie geil ist das denn? Okay, das machen wir auf jeden Fall. Aber wir, Leute, wir müssen echt erst die nächste Stufe jetzt zusammenkriegen von den Mineralien für die Mine, also von der Legierung für die Mineralien. Das ist wichtiger, damit wir hier wirklich konsequent auf Bedrohungsflotten umstellen können. Denn ansonsten ist das hier einfach nicht zu gewinnen. Die sind, das ist ja Wahnsinn, die sind unheimlich schnell fertig, die sind unheimlich schlagkräftig. Also nicht so schlagkräftig wie die anderen, aber dafür nur Mineralien, die wir einfach tonnenweise haben, weil wirklich... Wahnsinn, ganz toll. Das können wir auch noch nicht updaten, beziehungsweise machen wir nicht. In Kiram gibt es einen Platz hier unten und da werden wir auch das Logistikbüro bauen. Da sieht es nicht so gut aus, aber da hilft uns hoffentlich die Forschung. So, da sind wir auch unterwegs. Wunderbar. Alles klar. Wie sieht es hier hinten aus? Da kommt im Moment keiner. Wir werden, wie gesagt, wir werden nicht durchfliegen. Das machen wir nicht. Jawohl. Verbesserung läuft. Sehr schön. Forschungsschiff ist unterwegs. Bitte einmal reparieren. Sehr gut. So, Spionageereignis. Mission beenden. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir erfahren haben. Über die... Homefleet wurde repariert. Eine Megakooperation der Clickstacks hat ein neues... echt im Wu-Habitat? Leute, wir haben in die Habitate noch nichts investiert. Das sollten wir mal machen. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Unglaublich. Na gut. So, wir gehen zu Homefleet und die soll bitte aufgerüstet werden. Und jetzt würde ich tatsächlich sagen... Nehmen wir uns wirklich mal die Wu-Habitate vor, damit wir da mal ein bisschen was machen. Die brauchen vor allen Dingen einmal da eine Aufrüstung. Da wurden immerhin schon 10 Pops, das ist ja der Wahnsinn.
So, das Problem ist, der Unterhalt von den Dingern braucht alles Gas oder Kristalle oder sowas. Das ist hier halt ein echtes Problem. Ich denke, wir werden nochmal eine Forschung hier bauen. Und werden hier mal alles in die Forschung rein investieren. Und das haben wir auch. Dann bauen wir hier noch eine Polizeiwache. Und zwei Wohnungen. Und dann gehen wir in das zweite Wu-Habitat. Bauen dort eine Polizeiwache. Ein... Wo haben wir es denn? Wir könnten hier tatsächlich Verwaltungsbüros bauen. Das wäre ganz gut. Und den Rest können wir uns nicht leisten. Okay, gut. Wir machen noch eine Wohnung. Und ich will überlegen, ob wir noch irgendwas anderes machen. Aber es macht, glaube ich, hier keinen Sinn, ne? Nee, dann lassen wir das mal. So, Spicer lassen wir erstmal hinten liegen. Sapir Prime sollten wir auch mal updaten. Vor allen Dingen können wir mal die... Ah, okay, können wir nicht entfernen. Aber wir können hier Distrikte bauen. Und eine Robotermontageanlage, ein Verwaltungsbüro. Und... Ja, ist die Frage, was wir da brauchen. Ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich eine Mineralienverarbeitungsanlage oder wir gehen in Richtung der Industrie, Richtung der Legierungsgießereien. Ich glaube, das ist hier im Moment am wichtigsten. Okay, sehr schön. Und wenn hier ein weiterer Slot fertig gebaut ist, wenn das aufgerüstet wurde, dann nehmen wir uns hier, da brauchen wir noch zwei Pops für, und dann nehmen wir uns hier das Ganze vor und bauen eine Robotermontageanlage. Okay, dann sind wir bei 2.500. Dann haben wir hier, denke ich mal, genug investiert und dann machen wir jetzt weiter. Da kommt die Wurtheokratie von hinten, echt? Wie geil ist das denn? Die sind echt in dem Wurmloch gelandet und sind hier durchgeflogen und greifen jetzt von hinten an. Sehr cool. Das ist ja nice. Chips refitted. Cool. Was ist er hier? Ach, das ist diese Infinity Machine. Ei, die Iribots sind hier oben mit wie bitte 50.000? Boah. Okay. Das ist natürlich jetzt auch nicht so schön. Da müssten wir wahrscheinlich was machen. Die Frage ist, wenn wir das hier durchhaben, wie kommen wir am schnellsten mit den imperialen Flotten da oben hin? Da lang, ne? Einmal da lang, ja. Also es geht relativ schnell, aber es dauert halt trotzdem. Naja, wir müssen auch noch updaten. Ah, das wird nicht leicht. Okay, so, einmal da landen bitte. Gucken nochmal, was die haben. 200. Okay, das sollte ausreichen, denke ich, mit unserer Flotte. Tracking enemy fleet. Ja, da kommt er. Aber, oh Wahnsinn. 50, 60, 70.000. Das wird schon hart, ne? Wir sind ebenfalls bei... Ja. Etwas mehr. Also die sind uns schon echt ganz schön... Die sind uns noch ganz schön überlegen. Das muss man ganz klar sagen. Die haben... Also wenn ich die alle zusammenzähle, die Flotten. 50.000... Hier nochmal 70.000. Das ist schon bei 120.000. Dann hat er hier noch. Dann sind wir bei... Dann nochmal 50.000 obendrauf. Dann sind wir bei 170.000. Also auf 200.000 kommt er. Und wenn wir dagegen unsere Flottenstärke hier mal sehen. Also auf 200.000 kommen wir nicht. Wir kommen auf 120.000. Also da muss man schon sagen, der ist uns schon ziemlich überlegen. Definitiv. So, jetzt sind auch noch die Erlasse... Abgelaufen, mega bei weg, das lebende Metall, Recycling-Kampagne und die Denkweise. Da gucken wir mal rein. Recycling-Kampagne nehmen wir auf jeden Fall. Ich denke, wir sollten auch Schaden der Energiewaffen machen. Das brauchen wir nicht. Okay. Ships refitted.
Gut, die einzige Chance, die wir halt wirklich haben, ist, auf dieses Ding zu gehen. Eine andere Chance haben wir in meinen Augen nicht. Dass wir wirklich auf einen möglichen Status Quo Frieden gehen. Ships refitted. Das heißt natürlich auch, dass wir unsere Flotten aufteilen müssen. Wir müssen halt verhindern, dass er hier in diese Richtung geht. So, die Invasion ist vorbei. Sehr schön. Können wir jetzt unser Kriegsziel durchsetzen? Immer noch nicht? Wieso fordern wir denn unbesetzte Planeten und Systeme? Also das wundert mich jetzt ehrlich, wenn ich nicht ehrlich bin. Wieso fordern wir unbesetzte Planeten und Systeme? Biff, also die sind doch alle besetzt. Hier ist besetzt, da ist besetzt. Hat ihr hier noch irgendwas, was wir nicht besetzt haben? Ist das das hier? Doch, das gehört doch uns. Sehr komisch. Also da bin ich mir echt nicht sicher, wo er hier noch irgendwo ein System versteckt haben soll. Keine Ahnung, vielleicht irgendwo durch einen Hyperraumsprung oder durch ein Wurmloch irgendwo noch was geholt. Wie da vorne mit den Brüll oder so. Da sind die Makaro. Wir gehen mal, also das ist mir jetzt echt ein Rätsel, muss ich ganz ehrlich sagen. Enteri-Union. Da ist nichts. Da auch nicht. Das sind die Wur. Also das ist mir jetzt ganz ehrlich, das ist mir echt ein großes Rätsel, warum wir hier jetzt keinen Frieden schließen können. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben wir auch besetzt, da ist auch alles besetzt. Tja, keine Ahnung. Also das wundert mich, muss ich wirklich sagen, das wundert mich wirklich. Sie sind materialistischer geworden, okay. Das wird halt automatisch geschlossen, das will ich halt nicht, ne? Ich will halt nicht, dass hier automatisch geschlossen wird. Kann ich irgendwo sehen, welche das sind? Ich glaube nicht, ne? Fordert Kapitulation, fordert unbesetzte Systeme, fordert unbesetzten Planeten. Galactic Ober... Oder haben die noch irgendwo was? Nee. Die haben doch auch nur diesen einen Planeten gehabt. Das ist die Wur-Konföderation. Das ist noch was anderes. Ich bin ehrlich ein bisschen ratlos jetzt gerade, wenn ich... Also ganz ehrlich. Wir spielen das mal weiter. Und ich versuche mal hier noch irgendwo was rauszufinden. Aber das macht mich jetzt echt ein bisschen ratlos, ganz ehrlich. Ich finde hier keine feindlichen Systeme mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Dann ist es so. Wir haben übrigens auch tatsächlich ein Problem mit unserer Flottengröße. Da müssen wir auch mal nachlegen und da auch. Aber das ist noch nicht ganz so schlimm. So, Feindflotten wieder in der Nähe. Ah, jetzt kommt er hier gleich mit... Oh, jetzt kommt er gleich... Eieieiei. Jetzt kommt er mit 50.000, 70.000 hier rein. Jetzt liegt er tatsächlich... Jetzt will er es wissen. Wir sind ungefähr gleich stark. Ich bin sehr gespannt. Jetzt... kommt die Schlacht der Schlachten, ihr Lieben. Spaceport reports enemy contact. Jetzt bin ich gespannt. Zieht euch nicht zu weit zurück. Wir verlieren die Schiffe sehr schnell, aber er auch. Spaceport lost to enemy action. Ja. Komm schon. Spaceport lost to enemy action.
Wir sind noch bei 14.000. Spaceport lost to enemy action. Spaceport lost to enemy action. Die Schilde sind noch aktiv bei uns. Und? Ja! Ja! Wir haben natürlich megamäßige Verluste erlitten, obwohl das geht eigentlich. Sehr, sehr, sehr gut. Wir gucken mal rein. Er hat... Also wir haben 28... Ah, wir haben schon ziemlich... Wir haben alle Verteidigungsplattformen verloren. Wir haben ziemlich viel verloren, aber er auch. Das muss man sagen. Sehr, sehr, sehr gut. Gute Schlacht. Wir gucken mal rein, was das für die Punkte gebracht hat. Jawohl. Ah, tatsächlich, das hat mehr für uns als für ihn gebracht. Weil wir 9... Ach nee, da, 12%. Jawohl. Sehr gut. Also, nachbauen bitte. Ganz wichtig. Direkt in den Schiffsdesigner, beziehungsweise in den Flottenmanager. Und das kostet uns 22.000 Mineralien. Das ist kein Problem. Mineralien sind günstig. Wir holen uns gleich davon welche. 26.000. Und wir werden diese Schiffe direkt nachbauen. So. Wo sind denn... Wo ist denn diese... Wo sind denn diese Flotten jetzt? Was machen... Wieso stehen denn hier noch jetzt Schiffe rum? Die sind da. Verstehe einer diese KI? Ich verstehe es. Ich verstehe es nicht. Okay, egal. Wir werden nur diese Flotte verstärken. So, wunderbar. Sehr schön. Das war mega, mega. Ganz toll. So, und jetzt müssen wir unsere ganzen, die ganzen anderen Flotten hier mal... Saifanus und Saifanus. Okay, die stehen hier schon. Das heißt, ihr geht mal bitte mit der ersten zusammen. So. Dann haben wir hier die zweite, vier da und da. Die sind auch auf Saifanus, das heißt, die gehen mal bitte mit der ersten zusammen. So. Und die zweite Flotte mit 16, die kommt jetzt bitte nach... Ach, das ist der Titan. Sehr geil. Okay, der ist auch fertig. Wunderbar. Das heißt, den schicken wir auch mal darüber. Wie sieht es denn jetzt mit der Flottenüberlegenheit aus? Ah, sie sind... Oh, sie sind technologisch tatsächlich mittlerweile so überlegen. Aber wir zerstören eine Flotte nach der anderen, die sich da nähert. Da sehe ich tatsächlich keine... Naja, keine großen Probleme, finde ich ein bisschen übertrieben. Aber das kriegen wir hin. Da unten haben sie auch wieder alles gesäubert. Das sieht erstmal gut aus. Jetzt müssen wir uns echt nochmal um das Ding hier kümmern. Immer noch minus 107. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Okay, das heißt einmal dich. Die erste bitte. So. Dann haben wir dich auch zusammen. Und die 16 lassen wir in Nerdica. Dich können wir bitte auch direkt einmal schon wieder verbessern. Okay. Haben wir noch irgendwo einen Admiral? Nee. Wir haben zwei hier drinne. Guck mal, dann kriegst du den hier. Die erste imperiale Flotte ist nämlich bereits im Besitz. So. Dann gehen wir jetzt nochmal auf den Flottenmanager. Und dann nehmen wir tatsächlich jetzt mal hier von der ersten, der zweiten... Den ganzen anderen Kram hier raus. So. Ach, die sind noch im Bau. Ah, okay. Mein Fehler. Gut. Hier ist nichts mehr im Bau. Das ist auch alles vollständig. Okay, wunderbar. Dann könnten wir hier jetzt tatsächlich... Ne, wir müssen das Zeug jetzt sparen. Da können wir jetzt nichts mehr ausgeben. Sehr schön. Das sieht sehr gut aus. Und ich würde tatsächlich überlegen, dass wir die irgendwann auch mal... Die Homefleet wurde repariert. Sehr schön, dass wir die auch irgendwann mal reparieren. Diese Flotten hier. Und dann vielleicht sogar mal zum Angriff übergehen. Aber, sag mal, 15.000... Ja, könnte man machen. Ist jetzt aber echt... Weiß ich nicht. Sehe ich nicht als notwendig an. Was wir auf jeden Fall machen sollten, ist unser Forschungsschiff. Das jetzt hoffentlich unterwegs ist.
ich nicht hier irgendwo ein Forschungsschiff gehabt, was ich hier hinschicken wollte? Ach so, ja, es ist unterwegs, genau. Es ist im Transit. Okay, gut. Dann gucken wir uns mal die beiden Meldungen an hier. Weltraumamöbenschutzgesetz. Jedes Reich, das es ablehnt, mit friedlichen Weltraumamöben zu existieren, begeht ein Bruch des galaktischen Gesetzes. Ablehnen. Die Brüll verstoßen dagegen. Wir verstoßen dagegen. Ablehnen. Arbeitnehmerrechte, die kriegen hier bei uns keine Rechte. Was gibt's hier noch? Arbeitnehmerrechte. Moderate Verwaltungssanktionen, Reiche, die denunziert worden oder galaktische Gesetze gebrochen haben, erhalten Sanktionen. Ablehnen, Ratsveto. Fertig. Das Ding wird hier nicht akzeptiert. Okay. Da haben wir hier noch einen Planeten übersehen? Nee. Jetzt gehen wir nochmal alle Planeten durch. Da ist alles durch. Da. Da. Ich finde echt keine anderen Planeten. Oder haben wir da noch was übersehen? Nee, da ist auch alles besetzt. Ihr Lieben, ich setze mal einen Break und versuche mal diese Planeten zu finden, die uns fehlen. Okay, weiter geht's. Ich glaube, ich habe den Grund gefunden. Ich bin mir nicht sicher. Wir ziehen unsere Schiffe mal hier oben hin zurück. Die erste imperiale Flotte geht dahin. Denn für mich sieht es so aus, als wenn dieses System hier nicht mehr von uns besetzt ist. Das gehört tatsächlich den Bavi. Nur der Planet wird von uns besetzt. Das finde ich ein bisschen... das sieht man in diesem bisschen rot hier oben. Und hier unten... ist das strategische Koordinierungszentrum von uns nicht besetzt. Das sollte aber tatsächlich kein Problem sein. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt ernsthaft, jetzt ist hier oben schon wieder die nächste Flotte drin. Mit 43.000. Alter, sag mal. Jetzt reicht es aber mal langsam. Okay, also. Kommando zurück. Die eine Flotte, die zweite imperiale Flotte, muss hiermit unterstützen. Das gibt es ja wohl nicht hier. Jetzt sammeln wir alles in Bugs. Die schicken hier echt alles nach und nach nach Bugs. Ich hoffe inständig, dass unsere Flotte das aushält. Die Verstärkung ist hier munter unterwegs. Okay, er ist wieder abgezogen. Sehr gut. Wir müssen auch hier definitiv die Verteidigungsstation ausbauen. Das machen wir aber auch definitiv erst. Und danach bauen wir die Zitadelle weiter. Obwohl, nein, wir bauen die Zitadelle. Wir schicken unsere Flotte dahin. Und bauen hier die Zitadelle. Okay. Jetzt ist die Frage, wie schnell ist denn unsere Flotte da? Das sollte tatsächlich nicht so lange sein. Hier hin. Und dann geht ihr da vorne hin. Okay, alles klar. Gut. Ah, dauert vielleicht doch ein bisschen länger. Okay. Hier ist... Ernsthaft, mit 1700? Respekt. Okay. Mit dem deutlichen Rückgang der Kriminalität der Vater Prime wurde die einst allwärtigende kriminelle Unterwelt aufgelöst. Sehr schön. So, wir fliegen nach da und dann werden wir hoffentlich diesen Krieg hier ein für alle Mal gewinnen. Sehr schön. Okay. So, ihr geht dahin, ihr geht dahin. Sehr schön. Die Gigakanone. Wunderbar. Ja, das gucken wir mal. Ringwelt, fortschrittliches Habitat brauchen wir nicht. Wirbelwindraketen könnten wir machen. Wir nehmen mal die Wirbelwindraketen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die im Einsatz haben. Aber ich denke, das sollte uns auf jeden Fall helfen. Brüllinterpretanitare gerne garantiert die Unabhängigkeit des Shinor-Konzerns. Okay, sollen sie das... ruhig machen. Spezialprojekt vom Imperium. Ja, ihr seht, wie schnell wir diese Schiffe jetzt bauen hier. Und in meinen Augen auch definitiv schneller als unser Gegner. Weil wie viel ist er? Ja, hahaha. Jetzt ist er nämlich ebenbürtig. Wir bauen nämlich mittlerweile die Schiffe schneller. Also wir zerstören sie schneller, als er sie nachbauen kann. Und wir sind bei minus 36. Und wir wollen definitiv diesen Krieg noch nicht gewinnen, aber ich hoffe, dass wir diesen Krieg hier noch erfolgreich, ja, mit einem Status Quo beenden können.
Die können wir eigentlich auch schon mal in Sicherheit bringen. Die bringen wir mal hier hinten nach Iax. Dann können wir die immer wieder zurückführen. Ja, hier kommen jetzt natürlich auch viele Feindflotten. Ne? Das liegt natürlich auch daran, dass wir hier alles zurückgezogen haben. Aber das ist mir in dem Fall, ist mir das egal. Das kann er ruhig hier unten irgendwann durchziehen. Hier kann er ruhig alles einnehmen. Da müssen sie sich in dem Fall selbst verteidigen. Da müssen wir unsere Flotten dann halt... Wir ziehen unsere Flotten dann hier hinten zurück und werden die hier stationieren. Und wir werden auch Oveprinder und vor allen Dingen Kiram, das werden wir auch ausbauen. Beziehungsweise da sind wir sogar schon bei einer Zitadelle. Mit mittlerweile 34.000 Kampfstärke. Also wenn wir da noch unsere Flotte hinschicken, dann mache ich mir tatsächlich auch keine Sorgen. So, jetzt gibt es hier noch eine Nachricht. Nur die Ratswahl. Okay, Ratsveto können wir nicht machen. Dann lassen wir das mal so. Ships refitted. Okay, kommt er jetzt hier? Nee, ne? Ships refitted. Ich hoffe nicht. Ships refitted. Okay. Ships refitted. Wir sollten tatsächlich überlegen, ob wir unsere Flotten wirklich hier hinten hinziehen wollen. Ich würde erstmal sagen, wir lassen die Flotte hier mal in Nerdica stehen. Wenn hier nochmal so eine große Flotte kommt, das kriegen wir hin. Ja, da bin ich ganz guter Dinge. Weil die Flottenkapazität überschritten ist, sind die Unterhaltskosten höher. Ja, das ist kein Problem. Wir haben ja genug Kohle. Da mache ich mir tatsächlich jetzt keine Sorgen. Und wir werden die Flotte auch noch größer machen. Die Home Fleet. Okay, gut. Wir ignorieren das und bauen die Schiffe manuell. Ist vielleicht die beste Option. Ships refitted. Sehr schön. Da sind wir auch dabei. Ships refitted. In Bax wird auch aufgerüstet. Ships refitted. Wie groß ist die? Ist das Schiff Ships mittlerweile? 40.000. Und es fehlen noch mittlerweile ein paar Schiffe. Das ist sehr gut. Und ihr habt gesehen, wie schnell wir dort gebaut haben. Er hat sich gedacht, ach komm, wir schicken gleich mal die nächste Flotte rein. Der hat ja nichts mehr. Ja, ja. Und wir waren schon wieder auf fast 25.000 und unsere Energiewaffen machen mehr Schaden. Und bitte einmal Energiecredits. Okay, ich hoffe, dass dieses Forschungsschiff irgendwann mal da ist. Ich weiß gar nicht, warum das so lange dauert. Das wäre doch schon dreimal da gewesen. Ja, okay, das war tatsächlich diese Station, die er noch hatte. Das ist ja unglaublich. So, jetzt aber. Na, wunderbar. Bitte einmal die Kriegsziele durchsetzen. Zack. Und damit ist der Krieg endlich vorbei. Sehr, sehr, sehr gut. Forschungshilfe der Kuratoren werden wir gerne fortführen. Und ihr Lieben, die Bavi Assembly haben den Krieg verlassen, da sie vom Imperium vasalisiert und annektiert wurden. Sehr gut. United Bavi, das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir jetzt hier zwei Imperien haben. Aber die werden wir mit der Zeit irgendwann mal anschließen. Und das sind die Rebellen der Bavi. Ernsthaft? Boah, das gibt's doch nicht. Feind verlässt den Krieg. Bavi Assembly hat den Krieg verlassen. Und Untertan tritt einem Krieg bei. Okay. Wir haben gewonnen. Wir gucken mal hier. Da haben wir die Verteidigungsplattform zerstört. Okay. Was ist das jetzt hier? Sind wir mit denen im Krieg? Nee. Die können wir... Moment. Okay. Die waren nur so mit im Krieg. Okay. Ja, mit dem haben wir nichts zu tun. Die können da ruhig... Die haben uns ja nichts getan. Die waren nur zufälligerweise am falschen Ort. Ja. Okay. Die Flotte möchte ich jetzt bitte... Also einmal das stehen lassen, damit die Schiffe hier nachkommen. Und dann werden wir die zur Reparatur bzw. zur Verbesserung schicken. Das ist auch wichtig. Sehr schön. Ihr Lieben, es läuft doch gar nicht so gut. Da kommen nämlich schon wieder die nächsten 23.000 an. Und er hat hier eine ganze Menge Schiffe. Sterntor in Benzner-System. Oh, das ist nicht gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das Benzner-System ist. Da unten. Na. Das Problem ist mit den Sterntoren natürlich, da kann er jetzt überall bei uns einfallen. Ne? Das ist natürlich jetzt echt ärgerlich. So, die Iribot. Agenten haben die Informationsbeschaffung abgeschlossen. Sehr schön.
Jetzt gucken wir mal, was sich hier geändert hat. Die sind jetzt immer noch überlegen, um Frieden bitten. Nein, sowas machen wir nicht. Wir können bei der Flotte immer noch nichts sehen. Dann machen wir das gleich nochmal. Das wäre mir tatsächlich wichtig, dass wir ein bisschen was bei der Flotte sehen können. Okay. Ja, sehr schön. Das sieht doch sehr gut aus. Und ich würde sagen, das ist doch ein schönes Ende. Die Bavi wurden vassalisiert. Und die Schlacht mit den Iribot tobt immer noch. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Die sind uns immer noch ein bisschen überlegen, aber unsere imperialen Flottenwerften bauen munter weiter. Und die erste imperiale Flotte wird mittlerweile repariert. Und wir werden sie auch... Die zweite imperiale Flotte ist repariert und wir werden sie jetzt auch verbessern. Und die zweite Flotte, nämlich der Titan, die Excalibur. Da werden wir auch gleich noch zwei weitere bauen. Weil wir dann noch die Sternbasis selektieren würden. Einmal zwei Titanen bitte. Und in Hexam werden wir den Juggernauten in Auftrag geben. Und ich würde sagen, das machen wir noch. Und ja, ich weiß, ich wollte die Mineralien verbessern, weil wir nur noch bei 500 sind. Das sollten wir... Ja, das sollten wir zuerst machen. Okay, wir sollten jetzt wirklich ein bisschen Geld sparen und das dann zuerst machen. Wir können einen Kriegsgrund gegen United... Wie bitte Siedlern Territories nehmen? Wer bitte ist denn er? Die Raxa Forerunners, die Iribot, Xander Royal Worlds. Hat sich wahrscheinlich schon wieder einer gegründet. Ach, das ist ja spannend. Das Empire hier, das zerfällt jetzt Stückchen zu Stückchen in die Wurkonföderation. Das ist ja interessant. Okay, da müssen wir echt mal aufpassen. Wie sieht es denn überhaupt bei den Wur aus? Föderation und Vasalisierung machen sie nicht. Sind sie aber noch nicht weit von entfernt. Okay, hier vorne ist noch eine feindliche Flotte mit 50.000. Die haben relativ viel zurückerobert. Wie sieht es denn bei denen überhaupt aus? Ah, die haben einen Großteil ihrer Flotte verloren. Da müssten wir wahrscheinlich echt mal helfen, ne? Das kriegen wir schon hin. Hier vorne kommen auch noch einige Flotten. 15.000. Aber ich denke, auch die werden wir nach und nach alle abfangen. Ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.